Was geht ab, Freunde, und so weiter wie auf meinem Kanal. Heute gibt es einen dritten Part der VfL Bochum Spieler Story Karriere. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr eine Sprint to Glory sehen wollt mit Manchester City oder den dritten Part der VfL Bochum Spieler Story Karriere, und ihr habt euch, wie gesagt, natürlich für die Bochum Karriere entschieden. Checkt gerne mal Instagram ab, falls ihr bei Umfragen solcher Art auch mit teilnehmen wollt. Passt FIFA sich da, also gerne mal abchecken. Da poste ich auch sonst immer was, weil neue Videos online kommen und sonst sowas aus meinem Leben. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir rein. So, leider habe ich heute nicht Zeit, richtig zu spielen. Also das müssen wir leider gegen Schalke dann auch simulieren. Ich glaube, gegen Dortmund wird dann auch jetzt bald sein, weil es nur noch 6 Spieltage sind. Ja, da ist es. Ist sogar das nächste Spiel gegen Dortmund. Das müssen wir leider aber dann auch simulieren. Ja, und ich guck mal, so wie weit ich heute komme. Heute nicht so wirklich viel Zeit zum Spielen. Deswegen müssen wir echt leider simulieren. Ein bisschen blöd, aber egal. Wir gehen gegen Schalke rein. Simuliere ich auch nicht schnell. Und in der 6. Minute liegen wir schon 1-0 zurück durch Marc Uth. Na komm, erste Halbzeit oder Hälfte der ersten Partie schon um. Stamboli von Schalke ist verletzt. Leon kriegt gelb. Gomez zum 1-1. Eisfeld kommt rein für Gomez. Ey, was soll das denn? Burgstaller 2-1. 70. Minute. Komm, ey, wir müssen wenigstens Unentschieden holen zu Hause. Komm. Na, leider 2-1 verloren. Wie gesagt, dann jetzt auch gegen Dortmund auswärts. Das überspringe ich auch nicht direkt. Hier, mal gucken, was wir für Spieler haben. Hitz, Melle, Diallo, Akanji, Hector haben sich geholt. Witzel. Oh, Böki haben sie auch nicht mehr. Oh, Götze mit Doppelpack, ey. Was ist mit Götze los? Erste Halbzeit ist rum. Philipp kommt rein für Alcacer. Eisfeld kommt wieder rein für Gomez. Celotti gelb. Oh, Brahimi haben sie sich auch gegönnt. 3-0 Götze. Götze mit Dreierpack. Und ich nochmal mit Anschlusstreffer zum 3-1. Aber wird nichts mehr. So verlieren wir auch dann gegen Dortmund mit 3-1. So, wie ihr in der Tabelle seht, können wir mal die nächsten 3 Punkte gebrauchen. Waren am Anfang der Folge, bevor wir gegen Schalke gespielt haben, noch 4. Und jetzt sind wir schon der Doppelte, also 8. Aber bis auf Platz 5 sind es auch nur 2 Punkte Abstand. Und ich hoffe dann gegen Gladbach jetzt können wir gewinnen, dann, und die anderen verlieren, dann sind wir wieder auf Platz Nummer 5 wenigstens. So, das gewinnen wir auch 2-1 durch Jannis mit einem Doppelpack. So, 3. Runde im DFB-Pokal, würde ich jetzt gerne zocken, Alter. Und ich hoffe, wir fliegen einfach nicht raus. Ich hoffe, wir fliegen nicht raus. Tafa verletzt sich schon mal in 8 Minuten. Schon mal einen Brocken weg für Leverkusen in der Verteidigung. Serge Aurier haben sie sich geholt, okay. Wen haben sie noch? Van de Beek haben sie sich geholt. De Marcos. Ja, Diaby. Ist ja dahin, habe ich ja dahin gemacht, bevor die Saison gestartet hat. Okay, 17. Minute immer noch 0-0, aber hier kannst du ja nicht 0-0 stehen bleiben, weil es ja Pokal ist. 80. geht wahrscheinlich in die Verlängerung. Ja, so wird es auch in die Verlängerung gehen. 100. Minute, Zoller kommt rein für Hudson-Odoi. Zoller verlässt uns ja nach der Saison auch schon. Und das geht das Ganze, glaube ich, auch in 12. Nicht in 12 Meter schießen. Eisfeld macht das 1-0 und wir sind weiter im DFB-Pokal. So, nächster Spieltag gegen Stuttgart auswärts. Wir sind leider immer noch 8. Erste Minute Hudson-Odoi. Ich überspringe. Na, leider nochmal den 19. Ausgleich kassiert durch Tommy. Aber wir trennen uns mit wenigstens 1 Punkt. Nochmal gegen eine Top-Mannschaft zu Hause. Und das Ganze gegen RB Leipzig. Okay, haben wir auch ganz schön viele Spieler ziehen lassen. Ich sehe keinen. Hudson-Odoi 1-0, jawohl. Ich sehe keinen. Wie heißt der nochmal? Ich sehe keinen Sabitzer mehr. Doch, der ist auf der Bank. Und ich sehe kein Dings mehr. Wie heißt er nochmal? Der Campbell, der kommt rein, lol. Und ich sehe keine Paulsen mehr oder sowas. Wieso spielen die denn mit einer komplett doofen Formation? Gulaschi, Ersatzbank, Orban, Ersatzbank. Muss man nicht verstehen, aber wir gewinnen 4-0. Klatschen richtig RB Leipzig weg. Jannis, Eisfeld, Hudson-Odoi und Lee Chang-Yong treffen. Okay, ich gehe gerade hier so durch auf meine Wunschliste. Und ja, da sehe ich hier Rabbi Matondo, 73er, 19 Jahre alt. Ich gehe drauf, Wert 7 Millionen und Schalke hat es nicht geupdatet mit der Freigabesumme. Das heißt, auch wenn wir ihn nur verkaufen wieder würden, was ich aber nicht glaube, da er dann ein Wechselspieler bei uns wird, ja, holen wir erstmal für 3 Millionen dann. Gute Schnapper. Rabbi Matondo hat das Ganze angenommen, das heißt für 3 Millionen, 7 Millionen wert. Guter Deal gemacht für VfL Bochum. So, 9 Innenverteidiger verpflichtet, und zwar Ozan Kabak für 8 Millionen, glaube ich, hat er in einer Ausstiegsklausel, also in der Freigabesumme. Und den Transfer habe ich dann gemacht, weil Danilo uns per Vorvertrag verlassen wird, leider.
Richtung Atletico Mineiro, also das ist wahrscheinlich dann eine brasilianische Mannschaft, deswegen habe ich auch Kabak geholt. Und so werden wir das Ganze dann spielen. Itta wird dann Rechtsverteidiger spielen, eigentlich Linksverteidiger, aber Außenverteidiger, wenn links oder rechts, hoffe ich, kann der auch spielen. Kabak dann in der Innenverteidigung und Matondo ist erstmal auf der Ersatzbank. So, endlich mal wieder ein Bundesligaspiel, das auswärts gegen Köln. Ich hoffe, das Ganze gewinnen wir. Jawohl, 2-0. Ich einmal mit einem Elfmeter und nochmal mit einem Tor in der 61. So, Wintertransferphase auch fast vorbei. FC Bayern gewinnt Rennen um Joe Gomez von Liverpool. Doch einmal die Top-Transfers für knapp 100 Millionen Gnabry nach Juve. Und nochmal für knapp 100 Millionen Frankie de Jong von Ajax nach Chelsea. Und Kimpembe für knapp 50 Millionen von PSG nach Arsenal. Nächstes Bundesligaspiel. Ich hoffe, das Ganze gewinnen wir. Jawohl, 1-0 durch Danilo. Nächste Runde im DFB-Pokal und das gegen Gladbach, wieder heim und ich treffe in der ersten Minute zum 1-0. So, Viertelstunde schon vorbei, immer noch nichts passiert, noch gar nicht, selbst nicht mal eine gelbe Karte. Jetzt in der 25. zum Ausgleich, Morales, Olocicak, Leute, der spielt doch gar nicht mehr, haben die den zurückgeholt? Lol. 60. Minute, Matondo kommt rein für Gomez. Nice, endlich kommt eigentlich der Eisfeld rein. Auch wenn er uns letzte DFB-Pokalrunde den Arsch gerettet hat mit seinem späten Tor. Und das Ganze wieder auch in eine Verlängerung. Hunderte vor, zweite Halbzeit. Und Giannis macht das 2-1 und bitte bleibt so. Jawohl, es bleibt so. Wir sind in der nächsten Runde im DFB-Pokal. Durch mich und Giannis. Übrigens, wir kommen wieder näher ran. Wir sind von 8. wieder auf 4. Platz. 34 Punkte. Und Bayern mit 39 Punkten, die sind Zweiter sind. Und 41 Leipzig. Also wir sind hinterm Tabellenersten nur 7 Punkte. In der ersten Fußball-Bundesliga-Saison ist das nicht schlecht. Und das heißt auch, dein nächstes Spiel auswärts gegen die Berlin aus Hertha. Andersrum, sondern die Hertha aus Berlin. Ja, und das Ganze auch wieder 1-1. Immerhin ein Punkt. Leider werden wir alle Kracher hier. Also Schalke, Dortmund und Bayern nicht spielen können. Leider. Aber ich hoffe, im nächsten Part wird es wieder anders. Also da werde ich auf jeden Fall wieder zocken. Und wir jetzt gegen Bochum, gegen Bayern meine ich. Kabak mit der gelb-roten. Oh, Lewandowski mit 1-0. Und Giannis direkt Ausgleich mit 1-1. 60 Minuten sind rum. Immer nur 1-1. Bis auch nichts passiert. Keine Karten mehr. Oh, bleibt es bei 1-1? Ja, es bleibt bei 1-1. Immerhin, wie gesagt, ein Punkt. Nächstes Spiel, nächstes Glück aus, heim sogar gegen Bremen jetzt. Ja, das Ganze überspringe ich, keine Top-Mannschaft und verlieren 1-0 wegen Klaassen. Nächste Partie, auswärts gegen Mainz und das Ganze verlieren wir auch wieder 1-0. So, wir spielen wieder heim gegen Kabaks Ex-Verein. Ja, wir gewinnen 2-1 durch mich beide Tore. Auswärts gegen Gladbach geht ran. Ich glaube, in der Hinrunde in der Bundesliga haben wir, glaube ich, mächtig verloren gegen Gladbach. Und dann wieder im DFB-Pokal halt in der Verlängerung gewonnen. Und bitte 1-1, wie gesagt, zufrieden immer mit einem Punkt. Giannis trifft für uns. So, heim gegen Freiburg. Jawohl, wir gewinnen mal wieder 2-1 durch Giannis und Lee Chang-Yong. Und mittlerweile ist Remy Matondo, den wir für 3 Millionen geholt haben, nicht mehr 7 wert, sondern auch schon 9 Millionen. Oh, schwierige Partie jetzt gegen Frankfurt. Mal gucken, wen sie noch haben. Also Haller haben sie noch als einzigen. Sonst ist Jovic, ja wie gesagt, nach Real habe ich schon gemacht. Und Rebic hat sich auch schon verabschiedet. Haller 1-0 für die Hessener. Und wir verlieren das Ganze leider noch durch mit 2-1. Durch Giannis hat noch das 1-1 gemacht. Und dann Caprari noch das 2-1. Nächstes Spiel auswärts gegen die Schanzener. Und das Ganze gewinnen wir 2-1 durch Hudson-Odoi und Kabak. Nächstes Spiel, Bochum gegen Hannover. Wir gewinnen 3-1. Matondo, Giannis und ich treffen. Diesmal das Ganze auswärts gegen Leipzig. 1-1 trennen wir uns. Auch komplett zufrieden. Nichts, keine Karten. Kabak trifft für uns. Ja, und wir stehen im Halbfinale. Leider auswärts gegen Stuttgart. Aber Halbfinale im DFB-Pokal. Und bitte kommen wir im Finale. Einfach nur, wäre es richtig geil. Weil dann gebe ich alles dran, um nächste Saison schon safe in der Europa League zu sein. Weil, wie gesagt, wenn wir den DFB-Pokal gewinnen, sind wir safe in der Europa League. Ah, 16 Minuten rum, immer noch 0-0, nichts Wirkliches passiert. Boadu kommt rein für Hudson-Odoi. 80. Minute bricht an. Bitte, irgendeiner von uns Starspielern muss das Tor machen. Es geht in der Verlängerung wenigstens noch. Ja, Matondo kommt rein, okay, nice. Nochmal frischem Wind.
Ja, es geht auf Elfmeterschießen zu, oder? Ja, es geht auf... Nein, wir haben 1-0 verloren. Und somit ist Stuttgart im Finale und wäre leider raus. 30. Spieltag müsste jetzt sein. Und das Ganze gegen Hoffenheim. Gewinnen wir 2-1 durch mich und Jannis. Immerhin kriegen wir dann noch vom DFB-Pokal 2,5 Millionen. 32. Spieltag. Wir können dann nochmal drankommen auf die Champions League Quali, wenn wir gewinnen. Ja, und leider hier auch 2-0 verloren gegen Wolfsburg. So, wieder gegen Dortmund. Das Ganze spielen wir diesmal heim. Und ich hoffe, wir gewinnen einfach. Kabak 1-0 in der zweiten Minute. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ivia ist, glaube ich, 32. Spieltag müsste das, glaube ich, sein. Oder 33. Bin mir gerade nicht sicher. Einen von beiden. Wir haben 53 Punkte. Leider Alcacer jetzt mit dem 1-1 vor der Halbzeit noch. Na, 60 Minuten wieder rum. Matondo kommt. Boadu kommt. Und let's go, ey. 80. 1-1 enden wir uns. Ja, 1-1 enden wir uns. So, wie ihr sehen könnt, ist das der letzte Spieltag. Und wir blicken mal auf die Tabelle. Auf Platz 1. Leipzig hat sich den Titel gesichert. Mit 70 Punkten, 6 Punkte Vorsprung vor Bayern. Das ist auf jeden Fall nice. Und wir haben Leipzig einfach 4-0 geschlagen. Zwar haben sie nicht mit Bestbesetzung gespielt, aber trotzdem haben hinterher noch wenigstens Orban und Kempel eingewechselt. Aber immerhin trotzdem haben wir sie 4-0 geschlagen. Ja, wie gesagt, Bayern 2., Dortmund 3., Schalke 4., auch mit einem Punkt hinter Dortmund. Ja, Wolfsburg dann 5. und wir 6. Ich weiß jetzt nicht, ob in Karrieremodus hier in FIFA 19 6. Champions League Europa League Quali heißt oder Europa League direkt qualifiziert. Aber ich denke, da wir so ein... Ah ne, das ist im Abwechselnden. Okay, ich glaube, da sind wir in Europa League Quali. Aber wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann sind wir auf Platz 5. Und Wolfsburg muss natürlich verlieren. Dann sind wir auf Platz 5 und sind dann somit safe in der Europa League. Aber das Ganze wird dann auch nicht einfach. Im letzten Spiel auswärts dann auch noch. Und das gegen Schalke. Die 4. sind ein Punkt hinter Dortmund. Ich lasse wieder durchlaufen. 20 Minuten rum, immer noch 0-0. Wir müssen einfach nur... Ein Punkt wird vielleicht auch reichen, um die Tordifferenz. Aber wir sind auch schon, Wolfsburg führt schon 1-0. Ja, das wird leider nichts. Ampadu verletzt sich hier leider auch noch. Wo ist Wolfsburg? Wolfsburg, ey, die gewinnen, glaube ich, echt nur 1-0, ne? Na, 2-0, okay, ist gegessen. Wir sind in der Europa League Quali wenigstens. Wir blicken nochmal auf Top-Torjäger der Bundesliga. In 33 Spielen holt sich Lewandowski mit 18 Treffern sich die Trophäe. Jannis ist auf Platz 7 mit 12 Toren. Ich auf Platz 8 mit 11 Toren. Und dann kommt Hudson-Odoi mit 9 Treffern für uns auf dem 16. Platz. So, dann schauen wir nochmal drauf auf den DFB-Pokal, wer sich den geholt hat. Und den hat sich sogar Mainz geholt im Finale gegen Stuttgart mit 1-0. Dann schauen wir nochmal auf die Europa League und auf die Champions League. Zuerst dann auf die Europa League. Holt sich, ja, da ist das Finale noch, das zeige ich euch dann gleich. Und in der Champions League müsste das Finale dann auch noch sein. Ja, das ist ein Manchester Derby. United gegen City. So, ich hoffe, es ist jetzt fertig gespielt. Ich denke mal, zusammen ersten Einblick mit euch gemeinsam. Everton gewinnt gegen Tottenham die Europa League. Und Champions League ist dann auch schon vorbei. Gewinnt United mit 2-1 gegen City. So, Freunde, wisst ihr, was ich gerade sehe? Wir sind eingeladen oder eher gesagt, wir spielen auch national mit. Also das heißt, spielen wir dann auch für Deutschland. Ich habe uns nämlich auch als Deutschland gemacht. Ja, ich bin auch noch auf eine 92er Rating. Jannis ist schon auf eine 91er. Und Leon ist auf eine 94er Rating. Richtig krass. Und er ist natürlich auch der Nationalspieler. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wenn wir das Angebot kriegen sollten, von Deutschland natürlich, halt Nationaltrainer zu werden, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich das Ganze annehmen soll, weil wäre echt schon geil, wenn wir dann mit uns eigenen erstellten Pros irgendwie WM oder EM zocken könnten, wäre doch richtig geil. Also schreibt gerne in die Kommentare rein, ob wir das machen sollen. Ja, neue Saison, neues Glück, ich denke, ja, die dritte Saison haben wir jetzt. Denn auch in der ersten Fußball-Bundesliga, ich hoffe, ihr habt das verstanden, haben wir dann in die Europa League Quali geschafft. Also seht ihr ja, Quali-Runde, das Ganze, wahrscheinlich kann ich eh nicht aussprechen, Jaglionia, war eh wahrscheinlich falsch, aber egal. Und ja, ich simuliere jetzt weiter, ich gehe noch nicht direkt auf Büro, weil ich möchte mit der Nachrichtenanzeige sehen, wie viele Millionen wir haben, um Neuzugänge verpflichten in diesem Sommer. So, Vorbereitungsturnier haben wir natürlich auch wieder, nehmen wir an. Und nehmen wir das teuerste wieder. Boah, da sind nice Mannschaften dabei, aber nehmen wir gerne an.
So, wie gesagt, Danilo hat den Verein verlassen. European International Cup ist natürlich der Vorbereitungscup. Und da sehen wir Erhöhung des Transferbudgets. Ich klicke weg. Und wie viel haben wir? Ihnen steht somit insgesamt ein Transfer von 53 Millionen zur Verfügung. Tja, und hier schlagen wir dann auch wieder zu. Seht ihr, Freigabesumme 3 Millionen, 5,5 Wert. Schlagen wir, wie gesagt, auch wieder zu. So, erstes Spiel im Vorbereitungsturnier ist wieder am Start. Von den NHL Pros, also ich, Leon und Janis, sind nicht am Start, weil wir, wie gesagt, wieder ausgeliehen sind zur Nationalmannschaft. Aber wir gewinnen, oder eher gesagt, ja doch, wir gewinnen 1-0 durch Gomez. So, nice, Ahmed Kutucu hat angenommen. Also haben wir den auch schon mal wieder um 2,5 Millionen da plus gemacht. So, jetzt ist auch der Zeitpunkt angekommen, wo ich langsam unsere eigenen Pros verkaufen könnte. Mache ich natürlich nicht. Sagen wir erst, weil es eine Mischung aus Simulate to Glory und Sprint to Glory ist. Ja, vielleicht mal doch. Aber ich setze mal alle auf, also alle unsere erstellten Pros auf die Transferliste. Aber nur um zu gucken, was für Angebote wir reinkriegen würden für unsere Spieler. Dieses Spiel gegen Alaves auswärts überspringe ich. Jawohl, gewinnen wir 2-1. Neuer Rechtsverteidiger für 23,7 Millionen kommt auch zu uns. Und zwar Benjamin Henrichs. Nächstes Spiel und ich glaube auch schon das letzte Spiel in der Gruppenphase dann. Und gewinnen wir 2-1, jawohl. So, neuen Neuzugang habe ich dann auch geholt für 18 Millionen. Und zwar Zaniolo. So, Halbfinale im Vorbereitungsturnier. Jeder ist wieder fit, also Leon, Passi und ich. Ja, bin ich ja Passi, what the fuck. Ich meine natürlich Janis und mich. 8. Minute mache ich das 1-0 und das Ganze gewinnen wir 3-0 durch Hudson, Doi, Michi und Henrichs. So, ich hoffe im Finale kommen die ganzen 8 Millionen dann zu uns. Auswärts zwar. Okay, Lemina 1-0 für Southampton. Aber wir gewinnen im Meterschießen, nice. Also 8 Millionen haben wir dann mehr. Ja, und ich würde sagen, Bujelab lassen wir mal ein Jahr ausleihen Richtung Frankfurt. Tut ihm auch mal ganz gut. Und ich hoffe, dann kommt er auch von einer 70er Wertung hoffentlich auf eine 75 wieder. Und ist auch wieder vorbei der dritte Part. Aber mit dem Team, finde ich, nach 3 Episoden kann man sehen lassen. Hudson Odoi auf eine 81. Schubert auch mittlerweile schon auf eine 80. Henrichs auf eine 80. Ja, Zaniolo 1 vor 80. Gomez ist auch schon wieder viel hochgegangen. Itta auch. Kabak auch auf den guten Weg und Ampadu leider nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, aber hat mittlerweile auch schon eine 73, auch ganz okay für Bochumer Verhältnisse. Und dann würde ich sagen, falls das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Macht's gut, haut rein und ciao.